Who's there? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Grimtales-Teil. Worauf ich mich schon total freue. Zu 17 Morde oder wie er im Englischen heißt, Hunger. Oder The Hunger. Ach ja. Ist ja nicht so, dass ich gerade erst einen durchgespielt habe. Nein, es kommt gleich noch im Anschluss wieder einer. Ja. Ich komme ja sowieso nicht drum herum und von daher können wir direkt loslegen, worum es geht. Ich habe nicht den ersten noch keine Ahnung. Ich gönn mir mal nochmal. Na, kommt ein Intro? Dear Anna, I'm writing to you with a heavy heart. Our family is in trouble. Your niece Jackie was murdered, and you are the only one who can catch the killer. I'll be waiting for you at the police department. Please help us, Alexander. Was? Was ist denn jetzt los? Wo sind wir jetzt auf einmal? Fängt ja schon mit Fragezeichen an. Offenbar ist Jackie ermordet worden. Dann gucken wir mal jetzt, was passiert. Hello, Anna. I'm glad that you received my letter and agreed to help. Our whole family is devastated. Ich mach das Spiel mal für mich ein bisschen leiser. Weil das drückt mir ziemlich hart auf die Ohren. So, hallo Anna. Mensch, bin ich erleichtert, dass du... Ist es Alexander? Mann, ist der alt geworden. Bin ich erleichtert, dass du uns helfen willst. Die Familie ist völlig verzweifelt. I think that Jackie's murder is connected to similar killings that took place 17 years ago. Ich glaube, dass Jackies Fall etwas mit ähnlichen Morden vor 17 Jahren zu tun hat. My partner Chris Lewis and I couldn't solve these murders back then. Now I have to rely on your abilities. Take this. You'll find the case file in the archive. Alles klar, es ist ein Polizeibeamter. Mein Partner Chris Lewis und ich, oder Lewis, und ich konnten die Fälle damals nicht lösen. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Hier, für dich. Die Fallakte ist im Archiv. Wow. Verschafft dir Zutritt ins Archiv. Wow, ich bin höchst begeistert und es gibt auch wieder Chameleon-Objekte. Ich hoffe, die haben es jetzt gelassen mit diesen dämlichen Bildschirmschonern. Ich muss sich alles angucken. Was ist das überhaupt? Ein Polizeiemblem, natürlich. Wahrscheinlich hat die Polizei genauso... Geht schon gut los. Aber Gott sei Dank haben wir Richard nicht mehr dabei. Gott sei Dank. Oh, wir klauen die Tasche einfach mal. Die Schrift ist nicht mehr lesbar. Ich brauche eine Chemikalie, um sie sichtbar zu machen. Ja, natürlich. Alexander, ich verspreche dir, dass ich Jackie finde. Und... komm mal, was wurde... Ach, ist tatsächlich... Alexander und Natalia Gray. Mann, Alexander ist tatsächlich alt geworden. Ich brauche neue Griffe, weil man an den Schrauben nicht ziehen kann. Die Grays waren immer füreinander da. Das habe ich mehr als einmal erlebt. Und füreinander... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt geschrieben ist. Dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, nee, ist klar. Polizeirevier, logisch. Ich glaube, jedes Polizeirevier hat genau solche Schlösser. Was haben wir hier? Ein Globusstück. Nein, oh nee. Kann ich die Tasche wieder zumachen? Nee, den brauche ich jetzt nicht. Den will ich auch gar nicht haben.
Aber scheinbar brauchen wir ihn jetzt, weil er wahrscheinlich schon jetzt schon wieder irgendwelche Items geklaut hat. Etwas fehlt. Ja, da oben ist was eingerostet. Und das nimmt man sich, das nimmt man dann Polizeirevier, alles klar. Scheinbar müssen wir ihn tatsächlich raus und ich will das eigentlich nicht machen. Können wir ihn nicht einfach drin lassen? Nee, ich will nicht. Ich will das nicht. Nein. Hello, Anna. What sort of trouble are you in this time? Something happened to Jackie? All right, this time it's something serious. No more jokes. Hallo Anna, du steckst mal wieder in Problemen. Und was ist es diesmal? Jackie ist etwas zugestoßen, das klingt ernst. I feel sorry for Alexander. Let's try to help him out together and hopefully save Jackie. I found something for you. It might be useful. Ja, hey, er hat was gefunden. Ja, er hat mal wieder geklaut. So dass wir es nicht finden konnten. Ja, die alte Klausocke. Der ist weit wahrscheinlich, ja, ich mache jetzt hier keine Ausländerwitze. Der arme Alexander, wir müssen ihm und Jackie retten. Ich habe ihr etwas gefunden, das du bestimmt gebrauchen kannst. Natürlich hat er es gefunden. Was sonst? Ich fange an, mich an Richards Humor zu gewöhnen. Vielleicht bin ich meinem Vater ähnlicher, als ich dachte. Nicht mal ansatzweise. Jackie Grey. Das ist das erste Mal, dass jemand versucht, Jackie etwas anzutun. Ich habe sie schon einmal gerettet und ich werde es wieder tun. Das ist richtig. Das da ist sehr auffällig. Wir haben jetzt eine Glühbirne. Ich brauche eine neue Glühbirne. Wozu? Habe ich hier hinten? Oh Gottes Willen, ey. Ich gehe dann mal. Tschüss. A series of murders shook the town 17 years ago. It was a baffling case. The killer was never arrested. Eine grausame Mordserie erschüttert vor 17 Jahren die Stadt. Der Fall gab viele Rätsel auf und der Mörder konnte nie gefasst werden. Also haben einmal die Fallakte und einmal Fesseln. 17 girls died back then. All of them wore golden jewelry. They were the same age and their hair seemed to turn gray all of a sudden. Every day we found another one of the victims on the street. 17 junge Frauen starben damals, alle trugen bei ihrer Ermordung goldenen Schmuck. Sie waren gleich alt und ihr Haar schien plötzlich grau geworden zu sein. Jeden Tag fanden wir ein weiteres Opfer. Was haben wir jetzt? Schmuck und 1. Kekse! Mann. Wahrscheinlich die römische 1 oder hier die 1. My partner Chris Lewis and I were the detectives who worked on the case. We've solved a lot of crimes together, but not this one. Chris Lewis und ich waren die Verantwortlichen, die Detektive für den Fall. Zusammen haben wir viele ungewöhnliche Verbrechen gelöst, aber in diesem Fall haben wir uns die Zähne ausgebissen. Ach, deshalb ist das immer ganz schlecht mit Grauen. Warte mal, wer ist das noch? Detektive. Hier, Polizei? Nein. No matter how hard we tried, we never learned the truth. We didn't find any fingerprints. The police were helpless. Now the murders are happening again. Obwohl wir keine Mühen gescheut und jeden Stein umgedreht haben, konnten wir die Wahrheit nie ans Tageslicht bringen. Es gab nicht einen einzigen Fingerabdruck. Die Polizei war ratlos und jetzt scheint der Mörder zurück zu sein. Polizei, Fingerabdruck. Kekse. Ach hier, Fingerabdrücke. The streets have become dangerous again. A curfew was just announced over radio and television. Young girls hide their faces with handkerchiefs to avoid the threat. Die Straßen sind nicht mehr sicher, wie vor 17 Jahren. Per Radio und Fernsehen wurde eine Ausgangssperre ausgerufen. Junge Frauen verbergen ihre Gesichter mit Taschentüchern, um sich zu schützen.
Hier, Radio, mit Taschentüchern. Natürlich mit Taschentüchern. Es gibt doch nichts über ein Tempo. My daughter Jackie is the 12th victim this year. I couldn't protect her. If we stop the murders now, the maniac will be gone for good. Meine Tochter Jackie ist das 12. Opfer in diesem Jahr. Ich konnte sie nicht beschützen. Wir müssen die Mörder, die Mordserie stoppen und den Mörder ein für alle Mal ausschalten. Jetzt die Frage, was... Ach hier, Jackie. Jackie Grey. Jackie habe ich seit Jahren nicht gesehen. Ich muss sie retten. Ich muss mit ihr sprechen. So, stoppen. Was könnte man jetzt hier eigentlich stoppen? Kaffee. Kekse. Ja, das Stoppschild. Nagelfeile. Kekse. Nee, das ist nur ein Foto. Nur seit wann ist denn Alexander ein, na gut, vielleicht war es schon immer, ich weiß es gerade gar nicht, ob er schon immer ein Detektiv war. Ja, da fehlt was und das ist eingerostet. Kann man das abfeilen? Nein, natürlich nicht. Hier brauchen wir Griffe, da brauchen wir was. Wir haben einen Lippenstift. Vielleicht können wir das hier mit ja nachmalen. Ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht. Kommen wir eigentlich noch woanders hin? Nö. Momentan nicht, zumindest. Ach hier, fall das Ding mal weg. Was total logisch ist, mit einer Nagelfeile in Kette durchjagen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ach, Schrotpatronen. Ah. Natürlich, bravo, gefunden. Neuer Griff für die Schublade. Eine Hundemarke. Und mit der Hundemarke kommen wir jetzt hier hin. Jetzt müssen wir ein. Und ein wunderbares Minigame. Ich würde mal behaupten, das gehört dahin. Hundeknochen, da kommt der Hund hin. Ich glaube, da fangen wir auch am besten mit an. Ach, das kann man auch hier mit tauschen. Ah. Alles klar. So. Hände tut man fesseln. Die Mütze ist ein Kleidungsstück. Ich habe keine Ahnung, was das da unten sein soll. So, das ist da. Achso, der Stern gehört dann wahrscheinlich an die Jacke, wahrscheinlich dann eher. Das dahin, das dahin. Genau. Beschaff dir Zutritt ins Archiv. Finde den alten, ungelösten Fall der 17 Morde. Ja, natürlich. Wir haben hier nichts Wichtiges zu tun, also von daher. Und hier unten ist das Kamelienobjekt. Hier werden wir endlich mal das Globusstück los. Und erhalten einen Aufziehschlüssel oder sowas. Ich glaube, da hat man noch im ersten Raum irgendwas. Irgendwas war hier doch mit einem Aufziehschlüssel. Hier. Was ist das denn jetzt hier? Ach so. 0 1 7. Ein weiteres Globusstück, hurra! Ach,
Ach, genau. Hier eine Aussparung, da eine Aussparung. Tintenentferner, das ist garantiert wieder der heißeste Scheiß, den es gibt. Was Säure wieder angeht, wahrscheinlich. So, das kommt dahin und die, das kommt dahin. So, und wir halten natürlich ein Zahnrad aus einer hohlen Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren soll. Wahrscheinlich können wir mit dem Tintenentferner jetzt tatsächlich das hier wegätzen. Nein, kommt doch nicht. Schade. Mit dem Tintenentferner können wir aber das da wegätzen. Und wir halten einen komplett sinnlosen Code, zumindest für den Moment. So, weiß ich nicht, mal das war. Aha. Ein Wolf. Ja, das Ding fehlt da noch. Eine Wolfstatue. Hier fehlt sie. Wölfe erinnern mich immer an den Fluch unserer Vorfahren. Der Wolf aus gutem Grund das Symbol der Familie Grey. Ach so. Ich brauche die Nummer des Falls, um die richtigen Akte zu finden. Man könnte auch einfach Alexander fragen, aber das wäre zu viel des Guten. So, dann haben. Das passt doch da an die Aussparung. Hä? Oh nee, nee, auch nee. Doch noch diese dämlichen Bildfragmentteile. Rostentferner haben wir jetzt erhalten und eine Schere. Na dann, Rostentferner. Walte deines Amtes. Wir halten das angerostete Tresorrad, warum das auch immer bei der Polizeiwache da. Nee, ich will es gar nicht wissen. Ach du Scheiße. Finde heraus, welches Symbol welche Zahl repräsentiert. Drehe die richtigen Ringe, um eine Zahl auszuwählen und tippe dann auf die Lupe, um das zugeordnete Symbol zu sehen. Das Ding ist jetzt hier. Hä, so wie 4. Das Ding ist die 2. Wenn ich das Ding drehen hier. Ja, warte, erstmal neu. So, weg damit. So, das erste, es ist die 2, habe ich gesagt. Das. Die 1. Hoppala. So, hier haben wir gesagt, das ist. Nochmal hier links, da links, das ist die 4. Der Kreis müsste die 3 sein. Und das Ding ist die 8. Och nee.
Können wir mal erneut machen. Was ist das denn hier unten eigentlich? Achso, jetzt verstehe ich das Ganze erstmal. Okay. Oder auch nicht. Also mal. Erstmal. So. Nee, ich verfranz mich da jetzt die ganze Zeit schon. Das Interesse hat den Mist. Oh Gott. Naja. Quatsch. Ach Quatsch, nicht irgendwo erneut. Warte mal, da muss ich erstmal hier hin, dahin, dort irgendwie hin, dorthin. So. Ach, kann man nicht über Eck gehen? Nee, kann man nicht, leider. Das ist ganz schön knifflig, das Rätsel, muss ich sagen. So, das hätten wir auch. Und was da drin ist, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.